Mit Zielstrebigkeit fängt man an. Aber die Beharrlichkeit kommt anschließend. Du musst ja das Ziel im Auge halten, behalten, aber auch festhalten. Wenn man nicht beharrlich wäre, würde man sofort beim ersten Fehlschlag aufgeben. Zum Thema Zwischenmenschlichkeit finde ich Beharrlichkeit sehr wichtig, dass man nicht so schnell aufgibt in schwierigen Zeiten. Auch im Rheinland nennt man das auch die Sturheit. Und ich, vielleicht, wenn ich jetzt durchhalte mit irgendwas, was nicht von allen gewollt wird und so. Manchmal muss es sein, ich mag die eigentlich nicht. Ich versuche, Beharrlichkeit nicht zu überstrapazieren. Du bist beharrlich, wenn du einen Traum hast und du den unbedingt erfüllen möchtest und irgendein Ziel erreichen möchtest oder eine Vision hast, die du auf jeden Fall wahr werden lassen möchtest und du dich einfach da nicht aus dem Konzept bringen lässt. Und wer nicht beharrlich sein Leben gestaltet mit diesen oder jenen Zielen, der kann keinen großen Erfolg haben, der ihn zufrieden machen könnte. Wo ich in Algerien gelebt habe, war das Abitur so ein sehr großes Ziel in Algerien. Viele hören schon früher auf mit der Schule und so. Und für mich war das immer sehr wichtig, auch mal Erste zu sein. Ich habe mir bei der Mühe gegeben sehr, sehr viel gelernt. Ich habe manchmal bis 4 Uhr morgens gelernt. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Ich habe auch endlich einen guten Durchschnitt gehabt. Ich hatte auch ein technisches Abi gehabt, das noch ein bisschen Ticken schwieriger war. Ich wurde auch an vielen Unis angenommen, das war für mich sehr wichtig. Dann kam ich wieder nach Deutschland, da musste ich mein Abitur nochmal wiederholen. Gleichzeitig hatte ich die Schule besucht. Und das ist für mich halt eben diese Beharrlichkeit, daran festzuhalten und sich von nichts abkommen. Und auch wenn manche sagen, nein, du schaffst es nicht, nein, das ist zu viel, mach lieber was anderes. Wenn ich sage, nein, ich will es vom ganzen Herzen, dann halte ich daran fest, komm mal, was wolle. Ja, leider ist es ja so in unserer Gesellschaft, dass viele Menschen eben nicht beharrlich sind, sondern diese Politikverdrossenheit zum Beispiel, also die lassen dann, strecken alle Viere von sich und sagen, ich möchte jetzt nichts mehr damit zu tun haben und ich gehe nicht mehr wählen. Viele Dinge passieren ja zurzeit in der Welt und wenn wir ein Thema zum Beispiel ansprechen, dort aber nicht wirklich beharrlich bleiben und nach Veränderung fordern und die auch erreichen, und wieder zum nächsten Thema springen und zum nächsten Thema, dann wird irgendwann nichts, also dann erreicht man gar nichts. Weil vom ersten Misserfolg zurückgestoßen zu sagen, mache ich nicht mehr, ne, bringt nichts ein, ist der größte Fehler, weil dann kommt nichts mehr nach. Im Gegenteil, ne, man muss immer wieder einstecken können. Und Beharrlichkeit ist da die Tugend, die dann letztendlich dazu führt, dass man doch was aufs Trapez bringt. Ne? Ich lasse mich dann auch mal gerne fallen, so einen Tag oder zwei, und strecke auch alle Viere von mir und habe dann keinen Bock. Aber dann stehe ich halt wieder auf und sage so, jetzt geht's weiter. Und jetzt noch mal neu oder anders. Manche Dinge muss man vielleicht dann auch einfach anders angehen, damit sie klappen. Ne? Also, dass man so outside the box, heißt es ja, denkt und nicht so kontinuierlich immer so mit den Scheuklappen rumläuft und mal nach links und mal nach rechts und über den Tellerrand schaut, und das motiviert mich dann. Wenn es beim dritten oder vierten Mal nicht klappt, muss man sich halt eben überlegen, mache ich trotzdem weiter, überschreite ich diesen Punkt, wo gar nichts mehr geht, was sehr interessant ist, und dann kann sich unter Umständen etwas völlig Neues daraus entwickeln, aus dieser Beharrlichkeit. Etwas, womit man von Anfang an vielleicht gar nicht gerechnet hat.